Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir, den Corbin, diesmal auf der anderen Seite der Insel. Also Brücke. Brücke-Insel. Also Brückeninsel. Ja, ich hab nämlich... Wo ist die alte Kröte? Alter, pass doch mal auf, Mädel. Du rein... Alter, jetzt rechtet. Die tanzen mir hier alle auf dem Kopf rum oder was hier? Ich glaub, mir hack's Peter oder was? Kann ja wohl nie wahr sein. Und du lass den Wagen in Ruhe. Hallo und herzlich willkommen. Die machen alles, was sie wollen. Da schon wieder. Ey, ich kleb dir die Beine zusammen, Mädel. Wenn ich... Alter, die nächsten schieße ich ins Gesicht. Ist mir scheißegal, wer es ist. Da kannst du deine Schrotze in die Hand nehmen. Ist mir total Latte wie Hose. Ja, nee, was ich sagen wollte, ist, ich habe drüben auf der anderen Seite schon den Weg fertig gemacht. Also unten. Also hier. Bitte. Habe ich schon gemacht. Der Rest ist auch schon vorbereitet. Hallo, Kelvin. Habe ich gesagt, Pause? Ja, habe ich gesagt. Habe ich wirklich gesagt. So, Pause ist beendet. Hauen sie rein. Holen sie Holz. Ist zwar noch ein bisschen was da, aber... Ich staune das hier. Naja, gut, dann müsste er ja jedes Mal hier rüberlaufen, ne? Wegen Fleisch oder so. Da drüben war ja... Einmal mit Profis. Ich sage euch, ich will doch nicht viel. Ich will doch bloß eh mal vernünftig das hier laufen tut. Und tuten täten. Ja, nee, der Weg ist fast fertig. Ich habe jetzt also auch so vorbereitet, dass wir jetzt bloß noch über rinschmeißen müssen. Dann ist es gut. Und dann machen wir die Überdachung. Jawohl. Wuhu. Fortschritt. Incoming. Also, er ist ja schon da. Gut. In der Zwischenzeit habe ich wohl das Treffen verlernt. Das kann schon mal passieren. Wenn die dir hier zur Weißglut treiben. Und dann will sie mir jedes Mal Grünzeug aufdrängen. Ich hasse Grünzeug. Ist. Ja, und dann Stein. Ist mir eisenhaltig oder steinhaltig oder Kalk. Ach, jetzt soll ich ja rinnen in den Kopf. Ja, ja, ja. Alter, ich baue hier zu. Ich mache hier eine Gesichtskontrolle. Brauchst ja nicht so zu grinsen. Meint ich ernst. Und manchmal denke ich echt, die machen das extra so programmiert, dass die das aus Gemeinheit machen. Von der Hand. Wir haben ja nichts anderes. Wir wurden so programmiert. Ist. Kelvin? Ich habe mal eine Frage. Versuchst du da oben gerade Holz zu sammeln? Kann das sein? Warte mal, ich mach das nochmal neu. Weil du mich falsch verstanden hast. Stämme. Behälter füllen. Das sind hier Fleischbehälter. Die Holzbehälter sind da unten. Kommen Sie mal mit. Da sehen Sie, das sind Holzbehälter. Das da oben sind Fleischbehälter. Ich muss hier weg. Sonst mache ich böse Sachen. Furchtbare Sachen. Furchtbar. Ja, wie gesagt, habe ich jetzt hier soweit fertig gemacht, habe ich gedacht. Kannst du mal machen. Das dauert hier schon lange genug. Bereitest mal. Oh, nee. Nee, nee. Ich muss weg. Ich muss weg. Schnell, schnell. Die Alte ist schon wieder da. Ey. Du bist hier keine 5 Sekunden alleine. Die gönnen dir keine Auszeit oder so. Ey. Was mache ich denn da? Habe ich extra durchgezogen, dass das so passen tut, dass ich bloß eh mal rinschmeiße und dass da nicht runterfallen tut. Habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Habe ich gedacht, das kannst du mal machen. Amen. Muss ja hier mal langsam hier zur Sache gehen hier. Na gut, wenn du hier diese Terroristen um dich hast, Alter, dann ist das schon ein bisschen schwierig.
Vor allen Dingen hier diese Kamikaze-Flieger. Hat er den nächsten Holik aus der Luft. Okay, du wirst noch durch. Bist du. Lieber Entwickler, könntet ihr auch mal so eine kleine Jagdflinte implementieren? Ich will ja nicht großes hier, so Bazooka-mäßig oder sowas, wisst ihr, das jetzt ich. So brutal oder was? Mädel, hau ab! Halt dich im Auge. So, hab dich im Auge behalten. Was ist denn jetzt? Hast du Kelvin gesehen? Der ist total doof, ist der heute. Der ist total. Der ist heute nicht da. Ich glaube, der macht schon wieder innerlich Urlaub. Also kopfmäßig ist so eine Kopfsache bei ihm. Ist es wirklich? Er ist ja am Anfang abgestürzt. Haha. Mit mir. Nur ihm, also er hat eine Gesichtsbremse gemacht. Haha. Also ich gehe mal davon aus, dass heute die ganze scheiße Villa an mir hängen bleiben tut. Ich werde wahrscheinlich Holz knüppeln müssen. Oh, jetzt kommt er mit Holz an und... Ja, Kopfsache, ich weiß. Schnauze da drüben. Sonst rast ich aus. Rinder! Was ist denn da? Ich verstehe den manchmal nicht. Nein! Da lang! Kommst hier nicht rein. Jetzt such sie hierin. Lasst meine Köpfe in Ruhe. Du, ich mach dich Fritte, du. Querulant, du. Kelvin, ich hab ihn weggejagt. Wahrscheinlich werden wir gleich Party haben. Party. Aber da mein Wagen hier gleich voll ist. Bald voll ist. Ja. Interessiert mich nicht. Ich bin ganz woanders. Jawohl. Weil. Was ist denn los? Ey, ehrlich. One Week offline das gemacht habe. Alle total ruhig hier. Ich glaube, die sind alle bloß Rampensäue. Ich verstehe das manchmal nicht. Also hier kannst du sonst immer meistens so Ruhe haben, aber sobald der Aufnahmeknopf gedrückt ist oder so, hallo, da bin ich. Rätsel, Überraschung. Jedes Mal dasselbe. Siehst du, was mir gerade einfallen tut? Habe ich letztes Mal schon bei Night of the Dead erwähnt. Falls euch interessiert, mit was ich hier aufnehme, schaut mal in der Beschreibung drin. Haha. Ich habe Sachen gemacht. Furchtbare Sachen. Ich habe nämlich die ganze Scheiße aufgelistet, was ich hier habe. Falls ihr auch mal so in den Genuss kommen wollt, hier so auch mal ein bisschen was aufzunehmen oder so und ihr wisst nicht, was ihr da brauchen könntet, preistechnischerweise oder so, ein bisschen Geld sparen, ist ja immer geil. Habe ich euch das komplette System, bis auf das Gehäuse, da habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber sonst das komplette System von mir aufgeschrieben. Habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Und bevor das kommt, ja, ich weiß, 32 Gramm ist ein bisschen wenig. Aber es wird ja noch verbessert. Nur nicht jetzt. Ich habe nämlich noch Sachen vor. Boah, ich muss kicken, dass ich das diese Woche noch hinkriege zu bestellen. Ach du Scheiße. Ich will nämlich nicht vorspoilern. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich es hingekriegt habe. Soll eine Überraschung werden. Ich bin weg. Nee, die sind auch weg. Ich habe nämlich Sachen im Kopf. Also, die ich machen will. Ich hoffe, dass ich das noch alles so hinkriege, weil das wird ganz schön knapp, das zu besorgen. Ah, ja, ja. Ah, jetzt habe ich euch angefixt, wa? Was wird das wohl sein? Was meint er denn?
Ich kann bloß sagen, das ist nicht nächste Woche. Auch nicht nächsten Monat. Aber das ist bald. Ich weiß, das ist gemein. Aber vielleicht ist es gut. Schauen wir mal. Macht die Sache auch jetzt gerade nicht besser, wa? Und das Schöne ist, dasselbe Weg bei 7 Days hoch ankündigen. Das doof ist, ich war nämlich natürlich wieder zu früh unterwegs. War denn jetzt schon wieder? Ach, das ist Ellie. Oh, junge Mädel. Stressbewältigung. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, dasselbe muss ich bei 7 Days auch nochmal verbreiten. Das Blöde ist, ich war wieder in... Alter, was ist denn hier los? Ich war wieder in Aufnahmesucht. Was ist denn bitte? Hier oben ist einer. Ich glaube, mir hat's Peter, Alter. Jetzt weiß ich, warum mein Fleisch so wenig wird. Alter, ich mach dich kaputt, Junge. Bist du kaputt? Hallo? Bist du kaputt? Ich glaube, der ist kaputt. Das hat keiner gesehen. Ja, wie gesagt. Das wollte ich letztes Mal noch machen. Ja, und dann habe ich ihm halt 7 Days aufgenommen bis zu Horde oder so. Also ich habe da jetzt erstmal so 3-4 Folgen auf dem Kasten. Night of the Dead, genau dasselbe. Ja, wie gesagt, war ein langer Tag. Ist da wer? Schreib in diesem Buch. Welches Buch? Ja, das ist ja der Witz. Gibt kein Buch. Buch ist aus. Hier ist vielleicht noch eine Buche, aber mehr auch nicht. Ja, wie gesagt. Wenn das alles so funktioniert und ich kriege noch bestimmte Sachen, dann könnten das, ja, dann könnte das. Aber nur könnte. Könnte, könnte, oder so. Mal kicken. So. Mehr verrate ich nicht. Ich habe zwar nichts verraten, aber noch weniger. Aha. Wie gesagt, wenn es klappen tut, kann ich mindestens am 22. oder so ein kleines Update geben, was ich machen will. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn da nichts kommt, dann wisst ihr Bescheid. So. Das sind wir durch. Jetzt kommt der Dach dran. Überraschung. Nee, das ist nicht. So. Wenn denn, jetzt. So. Alter, wie gesagt, die macht mir schon so ein klein bisschen Angst, macht die mir ja. Wie gesagt. Oh, sag mal, muss ich nicht hier. So, hier muss ich das auch nochmal, wa? Also, wenn, müsste ich das so durchziehen. Aber warum hat denn das hier funktioniert? Ach! Ich weiß, warum das hier funktioniert hat. Hier ist der Turm. Ja, ich habe mir jetzt ja gerade gewundert, warum ich das hier nicht da gemacht habe. Wohl wäre ich trotzdem durchziehen, war, oder? Ich weiß es nicht. Also rein theoretisch müsste es so durchgehen sein. Geh mal weg, Mädel. Dass das hier eigenmäßig aussehen tut. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde das so machen, durchgehend. Scheiß drauf. Oder? Mann, ich weiß es doch nicht. Vielleicht mache ich das später. Ellie! Dankeschön. Warte, gib mir den Rest. So, überfahren. Und auf den Arsch. Ellie, du kannst den Rest machen. Ich hab dir da was hingelegt. Dankeschön. Das ist ja wie bei Austin Powers. Die Verbrennungsanlage. Oh, ich leide.
Ich verbrenne, ich schmelze. Und so. Oh, was nun los? Ist kein Bock mehr oder was? Du, ich brauch den Bock. Also, den Bock haben, meint ich. Ich glaube, ich mach auch mal kurz hier ein kleines Nickerchen, aber erstmal muss ich hier. Genau. Schnauze! Ruhestörung! Mädel, könntest du den. Lass dir schmecken! Hauptsache, der ist morgen weg, wenn ich hochstehe. Bom! Habe ich mir so gedacht. Oh nee, das ist ja Haut. Es ist groß. Oh, es ist große Haut. Hau ab! Ja, ich weiß doch. Warte mal, habe ich hier noch was? Nee, du musst wieder hier rüberkommen. So, lass mich mal hier durch. Das ist ja ein schlechtes Sitte. Dass ich das hier schön vollgestellt habe. Ach Mann, jetzt steht der Wagen hier wie. Ja, doch. Hä? Ach, hinter uns auch noch einer. Na, Siggi, schön macht er das. Ey, ihr kriegt eine Krise, wenn denn richtig war. Ah, das geht auch nicht. Alter, ihr kriegt eine Krise, ey. Dankeschön. Oh, der ist ja für uns. Mann, lass mir doch mal das Ding hier wegräumen. Was? Ach, hinter mir. Vor mir, hinter mir, links, rechts. Alter, jetzt krieg ich richtig ihn. Sag mal links und rechts und. Ich geh mal kurz hier in die Ecke. Ich lasset euch ausfechten. Ellie, jeder mal. Ey, sag mal. Ey, das macht die doch mit Absicht, oder? Ja, zack, Bums. Gut, ich werd mal kurz mich mal ein bisschen. Bandagieren und alles, was da ist, war, ey, Junge, nee, Alter. Das ist ja. So. Was los? Oh, der haut jetzt ab, jetzt hat er keine Lust mehr, aber. So, warte mal. Ja, ist doch gut. Oh, ich hab nur Schmerz mit bei, war. Ich hab ja alles unten hier lassen. Drüben hier lassen. Elli, du musst ran. Gut, warte mal, ich mach mal auch ein bisschen. Warte mal, Dittany. Alter, wenn ich mal gründlich was rausschmeiße, dann schmeiße ich das aber auch raus, wa? Mann, nee. Jetzt reicht es. Warten Sie mal bitte, ich bin gleich wieder zurück. Ich muss mal weg. Hau unseren. Winke, winke. Elli kriegt das schon hin. Nee, warte mal. Warte doch mal. Ja, genau. Nehmen wir schön mit. Ein bisschen Schrotze kann ich schaden. So, jetzt kriegt er ihn auf der Fresse. Zeig euch. Eins tiefer. Eins höher. Mann, ihr kennt mich doch nicht hier aus. Hallo. Alter, du kriegst hier nur in der Fresse. Schön. Was? Ja, wo bist du denn jetzt? Bist du jetzt hier auf der Seite oder was? Ach, das ist nicht dein Ernst, oder? Der ist bei uns drinne? Hey, der kann nicht mehr raus. Hallo Sie. Wollen Sie mal probieren? Was? Hör Sie nicht. Zünd den Knaller. Und nochmal. Das war ein bisschen zu viele Bums. Oder ich hab ein bisschen zu dicht dran. Alter, du Dreck, ja, du. Warte mal ganz kurz, ich muss mal hier. Ja, warte mal kurz. Ich hab da was für dich.
Warten Sie mal. War nicht so gemeint. War doch gemeint so. Haha, reingelegt. Ey, der ist kaputt. Ah ja, leg dich nicht mit mir an, Alter, du Drecker, du. Weißt du, was los ist? Beim nächsten Mal dasselbe. Alter, die tauchen aber auch öfter auf oder so. Vor 2 oder 3 Tagen hatte ich mal so einen Dude gehabt. Ich brauche eine Pause. Ich halt's hier nicht mehr aus. Jetzt rinn die Suppe. Und ein bisschen Schmackofatz. Ich wollte eigentlich heute nur bauen. Ganz locker. Habe ich mir gedacht. Muss doch möglich sein. Lass es dir Mund, Mädel. Ah, gut, jetzt brauche ich jetzt auch nicht mehr Pennin. Alter, kaum ist hier so eben so ein Mutant, denkt Kelvin, der braucht nur Schmerz sammeln. Komm her! Mann, das sieht hier aus. Das war eine anstrengende Nacht. Was machen wir? Gleich erstmal weiterarbeiten. Ellie, mal weg, sonst hast du ein Problem. Also nicht. Es wird immer besser. Habe ich schon mal erzählt, dass ich 7 Days 1 spielen wollte? Da waren noch alle zu ruhig. Kommen mir jetzt eher vor wie auf einer Autobahn. Naja, ich baue die ja auch gerade. Ja, Kelvin, ich muss hier mal ein bisschen hier Feuer unterm Arsch machen. Holz, was angeht. Geht ja so nicht. Christian Janisch auf der Reihe. Und kaum ist ein kleiner Mutant da, ziehst den Pillemann ein. So, Mister. Also, ich weiß nicht, ich sehe kein Holz. Komm mal her, du Lackaffe, du. Wahrscheinlich das Feuer jetzt mal da machen soll. Ah, siehst du, hab ich mir gedacht. Stell mir mal neben ihm. Also hier, neben der Gerätschaft. Die Gerät. Vielleicht fällt dir die mir auf. Na, fällt dir was auf? Na, komm mal nochmal ein bisschen näher. Vielleicht musst du das ganz genau sehen. Na, so. Da soll das Holz rin, Freundchen. So, ich hab dir jetzt so ja geholfen. Hab ich dir drüben hoch? Weil sonst wäre ich nie fertig geworden. Mann, Mann, Mann. Habe ich schon mal erzählt? Geh mal mit Profis. Ach. Komisch, dass das hier immer relevanter wird. La, 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 la. So, jetzt kann es endlich weitergehen. Alter, ich hoffe, dass wir jetzt nicht gestört werden. Alter, da spielen die... Naja, gut, war jetzt... Die ganze Zeit habe ich hier, Zombie und Mutanten... nee, sind ja keine Zombies. Mutanten und Kannibalen Tennis hier gespielt und jetzt haben sie mal eine Nacht bei mir gemacht. Ist quasi eine Art von Gleichgerechtigkeit, die mir aber nicht zusagen tut. Muss ich mal hier stehen. Da steht drauf. Also quasi theoretisch hätte ich jetzt den Schaden angeschalten gehabt, dann wäre jetzt hier alles fritte gewesen. War das gerade eine Ratte oder was? Gibt es doch ja keine Ratten. In den jetzt und durch. So, ich würde mal sagen, wir ziehen erstmal das Dach durch und dann verbinden wir das hier unten und so, ne? Also, dass das hier so ist, wie das. Wow, ein wohlklingendes Geräusch, was sie eingefügt haben. Ich wüsste ja nicht, was ich machen würde ohne dieses Geräusch. Besser schlafen. Alles im Not. Auf der Brücke.
Da ist eine Brücke, kein Boot, Mensch. Ich glaube, Kelvins Weh schafft hinzupacken. Man muss mit den Schlimmsten rechnen. Falls es denn nämlich besser werden tut, dann hat man eben halt Luft. Oder so. Ja, wie gesagt, Philipp Mecker, aber der ist ja ernst gut, der macht ja das, was er soll. Nur eben halt, er braucht ab und zu mal seine Zeit und Anspuren. Der Kelvin. Darf man nicht vergessen. Der ist nicht da. Der hat jetzt eine doppelte Arbeit. Nee, dreifache. Ich mache ja schon doppelte Arbeit, aber das wäre dann dreifache. Also so ein bisschen arbeitet er ja mit. Also ein bisschen ganz viel. Das war ein Hase. Das war noch ein Hase. Und ich trinke noch nicht mal was. Na gut, waren auch keine weißen Hasen. Noch nicht. Also mit weißen Hasen und so. Na, trotz der Unterbrechung kommen wir doch 2 cm heute weiter. Alter, pro Folge 2 cm. Das ist, quasi, biblisch ist das da. Naja, gut, solange wir keine 40 Jahre brauchen. Da habe ich so ein Bart. Wahrscheinlich wird er ein bisschen länger sein, aber gut. So, das auf der anderen Seite noch, denn in der Mitte. Aber dann schieben wir das hier mal bloß von einer Ecke zur anderen Ecke. Hallo, Sie, ich. Was machen Sie hier? Vor allen Dingen, wie ist denn der an uns vorbeigekommen? Der ist doch schon wieder. Ach nee, die spawnen nicht, die laufen hier von Wasser, dann sind sie auf immer hier oben. Physik muss man nicht verstehen. Die ist hier außer Kraft gesetzt. 7 Days. Ich glaube, wir sind hier ja nicht auf einer normalen Insel, das ist ein Bermuda-Dreieck, ist das hier. Deswegen ist das hier alles erst möglich. Hey, alle gut. Ja, hier erstmal bei mir nach Hause drin, Alter. Ein Elch bei mir eine Bude drin. Zum Glück geht nicht kaputt. Ich habe ja noch eine Schuffe gebaut. Großartig. Müsst ihr mal vorstellen, ihr macht da Randale. Kriegt der ihn rein. Penner der. So. Erste Seite ist durchgezogen. Jetzt kommt die zweite. Aber erst auf der Seite. Mit der Mitte, wie gesagt, das schieben wir ja von einer Ecke zur anderen. Schönen guten Tag. Die Uhr ist auch schon wieder da. Die Verrückte. Naja, gut, jetzt würde es nach innen schieben, wa? Schieb mich doch nicht so. Spinnt wohl, wa? Na gut. Leute, wir haben morgen noch sehr, sehr viel zu tun. Wir brauchen sehr, sehr viel Holz. Ich holze nicht aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Abonniert. Oh, da ist ein Pokémon. Abonniert den Kanal. Und liked das Video. Und macht euch einen schönen Tag. Habe ich schon mal gesagt, wa? Doppelt hält besser. Also, hauen Sie rein, ich bin raus. Tschüss.